die Schrecken des Krieges. Und sie werden an dieser Stelle schon erstmalig mit dem liebsten Hobby der Berliner bekannt gemacht, der Vergabe von Spitznamen, nämlich das ist erstmal der hohle Zahn. Bei Ihnen vorbeispielsweise beladen den komplett mit dem gebrauchten Material. Er hätte eine Länge von 5000 Kilometern gehabt. We take an invisible train to help us load all those used material on top. Our train would have a length of 5000 Kilometers. Belonging to Daimler Benz City by the Italian star architect Renzo Piano. Berlinale. And still, Helmut Jahn, der deutsch-amerikanische Star-Architekt, hat es erfunden und hier findet seit dem Jahr 2000 Spitznamen abbekommen, das Titanic-Haus oder Angies Bügeleisen, was sie von Germany the City 2000 auf die Straße kommen. Vor ein paar Tagen war gerade Wilson. Und trotz dieser rasanten Fahrt brauchen sie dennoch keine Angst zu haben, ihr Wagen kommt gleichzeitig mit ihnen da oben an. The Kolob Skyscraper, your stomach still reach. And this death trap, of course, was highly... Historische Worte sind auch aus diesem Gebäude gedrungen. Am 12. Einfahren in den ehemaligen hat völlig baugleich die beiden barocken Dome entstehen lassen. Vorne der deutsche Dom, dahinter der Husband of Sophie Charlotte gave the order to erect it there. Links in dem modernen Haus hat Marlene Dietrich, das hätte mit Sicherheit gut gefallen, schöne Frauen, die waren ja immer um ihn herum. So, und wenn Sie möchten, dann würde ich die Trickkiste mal ein bisschen aufmachen und Ihnen zeigen, wo die Promis auch heute noch verkehren. To the wall, here you see, vorgerückt. Auf der rechten Seite jetzt das Auswärtige Amt. Die Berliner nennen es auch gerne mal die Fischerhütte, was den Hessen jetzt gut gefallen wird. Er hat ja noch einen zweiten Spitznamen hier, Mr. Audi, der Mann mit den vier Ringen, weil er named after Joschka Fischer. Who has got also another nickname, Mr. Audi, because he's wearing four rings, he's freshly divorced, of course that. His private mobile number on him, you can't get it because the longest marriage was taking 1 year. You can name that, and anyway, this man is never around. He's all Academy Mauser. This ramped building is showing you how beautiful the construction academy by Karl Friedrich Schinkel was looking. Nichts zu tun hat, sondern Erich Stachka am Kanal ist. Definitiv ist hier im Januar die Abrissbirne bestellt, denn hier soll ja das. Palazzo Brozzo will definitely be teared down in January because the politicians plan to recolor the gate number 4. And if you wonder why, especially this gate, was circus in the world inside. In the center with the two towers, St. Nikolai, the oldest Berlin church out of the 13th century. And here at the corner with the golden balconies, the Palais Ephraim. With a beautiful historical fashion show. Jetzt gerade in der Kurve steht, ist ihre Botschaft. Königin Beatrice war höchstpersönlich. Die Berliner sagen, ist das auch ganz gut so. Sehr sympathischer Bürger. One person, Klausi Wobereit, and how the Berliner say, it's good like that. Very sympathic, Lord Mayor. Dahinter erhebt sich schon der Fernsehturm, der den internationalen Vergleich nicht scheuen muss, denn wenn Sie sich jetzt das Empire State Building mal genau daneben vorstellen, dann ist das nur 12 Meter höher. 368 das Sea Life Aquarium. Dieser Zylinder ist so riesig, dass sie so offensichtlich nicht mehr auszureichen, das neue Radisson. Alle Suiten haben Wasserblick, die nach außen liegenden, dann haben sie das an den Burger Straße. Er fürchtete neben empfindlich getroffen werden, deswegen waren zu kaiserlichen Zeiten die pikanten Körperteile. The Palace Bridge, by the way, cost. Das älteste Gebäude hier aber auf der rechten Seite ist tiefen Opernhäusern, die Deutsche Staatsoper, da hat sogar schon Caruso gesungen. On the left hand side, in Berlin.
auf der rechten Seite von vier die britische Botschaft sehen, die nach wie vor on all those murdered Jews of Europe. Peter Eisenman is the African embassy. And that is the reason why you never see them up here. Vorne rechts, das größte Gebäude, von den Berlinern umbenannt in Reform, Römerhaus, hat 500 Fraktionsbüros drin für unsere Abgeordneten und deren Monikas. On the right hand side, the Paul Löbe Haus with 500 party offices for our. In der Stadt, innerhalb von wenigen Stunden, die große innerstädtische grüne Lunge, fahren wir jetzt mal rein. Der große Tiergarten, der alleine schon 7,5 Kilometer lang ist. Henry Moore Sculpture. Die wichtigste Berlinerin gleich nach mir auf der Siegessäule, die Jolt-Else. 35 Tonnen Lebendgewicht bringt sie auf die Waage. Schuhgröße höchstwahrscheinlich 96, würde ich mal so schätzen. Und wie wir ebenfalls sagen, auch ein ziemlich billiges Mädchen, denn für einen Euro nur darf sie bestiegen werden. Und jetzt kommt der kleine Haken, wenn sie 285 Treppenstufen hochklettern. Da ist nämlich kein Aufzug drin, da müssen sie hochlaufen. So, und wenn wir jetzt an der Grünfläche hinter den Kreisel vorbeifahren, eine kleine Warnung für sensiblere Gemüter. Sie sollten vielleicht nicht unbedingt auf die in Berlin diese Gegend hier den Queen's Garden nennen. Natürlich schon, das ist die nordische Gemeinschaftsbotschaft, was ich Ihnen aber noch nicht. Mit diesen philosophischen Betrachtungen geht dann auch gleich unsere kleine Tour zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so viel gute Laune mitgebracht haben. Schönes Wetter haben Sie auch gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Und weil Sie so nett sind, haben wir auch noch eine kleine letzte Sehenswürdigkeit für Sie im Angebot. Wenn Sie nachher runterkommen, ein kleines rotes Eimerchen, genannt unsere Kaffeekasse, wenn Sie Lust haben, werfen.